Die erste Staffel vom Ländle-Talk im Restaurant Mahlzeit neigt sich dem Ende zu. In den vergangenen 11 Wochen durften wir einige namhafte Gäste beim Talk in Götzis begrüßen. Den Anfang machte der Chef des Restaurants persönlich. Was ist denn das Besondere am Mahlzeit hier? Was erwartet die Gäste? Das Ambiente ist halt was Neues. Die Leute sind auch neugierig für neue Sachen. Was wir machen als Mahlzeit, wir schauen, dass wir sehr regional kochen, sehr regional einkaufen, also wirklich Lieferanten aus der nächsten Umgebung, sprich Vorarlberg, Bodenseeraum. Und halt, wenn es nicht in Vorarlberg geht, dann halt österreichweit, dass man da einfach schaut, dass man in Österreich bleibt und maximal im Bodenseeraum Allgäu, dass man da den Einkauf da steuert. Wie wichtig die Gastronomie im Ländle ist und welche Ziele es gibt, erzählte unter anderem der Gastronom Elmar Hierburger sowie der Obmann der Fachgruppe Gastronomie Andrew Nussbaumer. Die Gäste kommen zu uns, um ein paar gemütliche Stunden zu erleben, um sich wohlzufühlen, etwas Gutes zu essen. Das ist eigentlich nur möglich, wenn man ein gutes Team hat, wenn alle zusammenarbeiten, wenn alle mit Freude dabei sind und Spaß daran haben, anderen, eben den Gästen, Freude und angenehme Stunden zu bereiten. Und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis des Erfolgs, dass alle im Morgen mithelfen, dass die Gäste zufrieden sind und nachher wieder nach Hause gehen und für uns wieder Mundpropaganda machen. Die Gastronomie in Vorarlberg ist führend. Vielleicht eine Zahl. Wir haben die größte Haubendichte in Europa, gerechnet auf die Einwohnerzahl in Vorarlberg. Und wir haben natürlich auch ausgezeichnete Gasthäuser, Wirtshäuser. Wir haben auch tolle Würstelstände und natürlich auch sehr viel gehobene Gastronomie, wo die Touristen genauso gern hingehen wie unsere einheimischen Gäste. Die Tourismusstrategie 2020 ist ein gesetztes Ziel, die Nummer 1 in Europa zu werden. Und da braucht es natürlich einige Dinge, um das umsetzen zu können. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, braucht es natürlich gutes Personal. Diese werden meist in einer Lehre ausgebildet. Die Direktorin der Landesberufsschule Lochau gab darüber Auskunft. Die Landesberufsschule Lochau ist die Landesberufsschule für Vorarlberg für die Gastronomie. Wir bilden Lehrlinge aus in den Lehrberufen Koch, Köchin, Restaurant, Fachmann, Fachfrau, Gastronomie, Fachmann und Fachfrau. Das ist die frühere Doppellehre Koch und Kellner und Hotel- und Rezeptionsangestellte. Wir machen junge Leute fit für ihren Beruf. Wir wollen ihnen Instrumente mitgeben, aber auch den Spaß und die Freude für ihren zukünftigen Beruf. Nicht nur Personen aus der Gastronomie waren zu Gast beim Ländle-Talk, auch Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und Politik waren mit dabei. Also meine Aufgabe besteht in der strategischen Planung, in der organisatorischen Planung und dann vor allem auch das, was geplant wurde, was wir strategisch festgelegt haben, auch umsetzen. Weil das Personal, Fragen natürlich liegen auch in meiner Kompetenz. Und ich vertrete die Kammer nach außen, das ist ein sehr schöner Bereich, weil hier doch sehr viele Kontakte geschaffen werden können zu den Unternehmen, zu den Betrieben, dann vor allem auch zu den öffentlichen Einrichtungen, ob das die Landesregierung ist. Es ist Sozialpartnerschaft, also hier ist auch ein Netzwerk vorhanden, mit dem man sehr gut arbeiten kann und für uns sehr wichtig ist. Also ich würde die Aufgaben der Industriellen Vereinigung Vorarlberg unter 3 Säulen am liebsten vorstellen. Da haben wir auf der einen Seite mal die Interessensvertretung als Ganzes und als wichtigster Teil unserer Aufgabe und unserer täglichen Arbeit. Das heißt, da geht es darum, die Interessen unserer Mitglieder, unserer Mitgliedsbetriebe, das können Industriebetriebe sein, können aber auch sehr daran hängende Betriebe sein, diese möglichst konkret gegenüber der Politik, gegenüber der Verwaltung, gegenüber anderen Organisationen, gegenüber der Öffentlichkeit auch zu vertreten. Das ist mal der erste wichtige Bereich. Der zweite Bereich, wir haben auch einen gewissen Netzwerkcharakter. Das heißt, wir sind ein großes Netzwerk. Die Mitglieder sollen sich untereinander austauschen. Wir versuchen immer wieder Experten auch einzuladen, damit sie auch für gewisse Themen sensibilisiert werden. Wo geht es in Zukunft hin? Was ist ein Mehrwert für die Mitglieder? Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich, wir sind auch ein klassischer Service
Tagesorganisation, das heißt, die Mitglieder können auch mit betriebsspeziellen Wünschen an uns herantreten und wir versuchen da zu vermitteln, auch wieder gegenüber Politik, Verwaltung, Institutionen, teilweise gegenüber der Öffentlichkeit. Das sind so unsere drei Säulen. Das Handwerk ist auch bei mir und bei den allermeisten, die hier tätig sind, auch ein Stück Lebenseinstellung. Handwerk definiert sich ja dadurch, dass man im Handwerk sagt, man arbeitet den Beruf selbst willen. Also das heißt, man will etwas möglichst gut machen. Es geht in erster Linie darum, Dinge, Vorgänge, Handfertigkeiten, Fähigkeiten ständig zu verbessern, ständig zu überarbeiten, ständig auszubauen. Und man hat einen Anspruch, etwas tatsächlich so gut zu machen, wie es geht. Was mich fasziniert an Ihnen ist, dass Sie zwar beruflich engagiert sind, aber auch mit der Arge ehrenamtlich unterwegs sind. Ehrenamt ist natürlich immer eine Geschichte, die nicht unwahrscheinlich gut bezahlt ist oder gar nicht bezahlt ist. Was motiviert Sie, hier in diesem Bereich aktiv zu sein? Ja, also einerseits Bildung hat mich immer interessiert. Ich weiß, dass das sehr wichtig ist und ich mache auch keinen Unterschied zwischen Schule und Erwachsenenbildung. Es wird ja die Erwachsenenbildung zu mindestens 90% von den Pädagogen dieses Landes getragen. Das Zweite ist, ich habe auch festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen wichtig ist und habe mich da zur Verfügung gestellt und mache das. Ich kann mich dann natürlich auf einen Apparat abstützen. Natürlich bin ich ehrenamtlicher Vorsitzender, aber ich darf das von meinem Büro der Volkshochschule machen. Die Volkshochschulen bringen hier sehr viel ein, auch in die gesamtarge Erwachsenenbildung. Und wenn man lang genug in einem Amt ist, dann macht man das auch mit einer gewissen Routine. Eines möchte ich natürlich schon sagen, ich möchte es nicht mehr so lange machen, wie ich es gemacht habe. Man soll Ämter rechtzeitig abgeben und das wird bei mir dann irgendwann auch der Fall sein. Ehrenamt war auch das Thema beim Ländle-Talk mit Joe Fritsche, dem Gründer des Vereins Stunde des Herzens. Die ganze Organisation basiert auf dem Ehrenamt. Wie ist sowas möglich? Ich glaube, das Ehrenamt ist ganz groß geschrieben, wenn man denkt, wie viele Leute sich ehrenamtlich engagieren. Ich glaube, unser System, das würde morgen sofort zusammenbrechen, wenn es die guten Seelen nicht gäbe. Bei uns ist es so, dass circa 30 Leute ehrenamtlich bei Stunde des Herzens dabei sind. Aber im Letzten, wenn es dann wirklich um die Arbeit geht, dann ist es immer eine Handvoll, die über das ganze Jahr hindurch die Arbeit tun. Aber wir sind immer froh, wenn Ehrenamtliche zu uns stoßen, die uns unterstützen und die uns helfen, unsere Arbeit weiterzuführen. Auch der Hausherr von Götzis ließ es sich nicht nehmen, beim Ländle-Talk dabei zu sein und berichtete stolz über das Projekt am Garnmarkt. Das Projekt ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern in langer, langer Vorbereitung. Wir sind seit Ende der 90er Jahre mit diesem Projekt beschäftigt, haben natürlich hier auch die Entwicklung zuerst erlebt, wie es nicht ganz so gut gelaufen ist und haben dann dieses Projekt aufgegleist, mit dem Blick nach vorne, mit dem Blick in die Zukunft. Und haben nach einem Masterplan dieses Projekt dann auch umgesetzt. Das war eine lange, lange Arbeit über viele Jahre hinweg und da waren auch sehr viele Leute damit beschäftigt. Fachleute, politisch Tätige, auch die Gemeindeverantwortlichen haben der Gemeindevertretung und im Gemeindevorstand immer wieder Beschlüsse fassen müssen, um dieses Projekt hierher zu bringen, wo es ist. Aber wenn man jetzt ist das Ganze am Entstehen, jetzt ist das Ganze fast am Fertigwerden, rückblickend betrachtet, ist man stolz drauf oder hat man immer noch schlaflose Nächte? So als auch natürlich, selbstverständlich. Die Sorge hört da nie auf, das ist ganz klar. Das ist auch wieder wie bei den Kindern, da lebt man immer mit und selbstverständlich lebt man mit einem solchen Projekt auch immer mit. Aber man ist natürlich auch stolz darauf, keine Frage. Denn letztlich ist hier doch ein Projekt gelungen, das doch landesweit und darüber hinaus Beachtung findet. Die Sportfreunde kamen bei der ersten Staffel Ländle-Talk im Restaurant Mahlzeit auch nicht zu kurz. Philipp Fasser unterhielt sich unter anderem mit dem Snowboard-Crosser Alessandro Hämmerle. Das Besondere an diesem Sport ist das Gegeneinander, das Mann an Mann. Also man fährt jetzt neuerdings zu sechs gegeneinander. Also das Kopf-an-Kopf-Rennen nebeneinander. Also der Fight macht's aus.
Okay, also du hast gesagt, auch ein bisschen den Kampf und sozusagen Mann gegen Mann, das ist schon ein bisschen was Besonderes, glaube ich, auch im Snowboard, weil es ja sonst noch andere Möglichkeiten gäbe, oder? Wieso hast du dich dann für den Bordercross damals schon entschieden? War es damals schon der Kampf oder war das einfach die Sportart selber spannend? Die Sportart selber war für mich spannend. Es beinhaltet sehr viele verschiedene Elemente und natürlich mein Bruder macht das genauso und der hat mich hier immer ein bisschen mitgezogen, das Ganze. Wir freuen uns schon auf eine weitere Staffel Ländle Talk aus dem Restaurant Mahlzeit in Götzis mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Ländle. Den ersten Talk gibt es bereits nächste Woche im Ländle TV Wochenmagazin.